Welcher Fluch lag eigentlich ganz genau auf Dumbledores Hand? Das und mehr jetzt in diesem Video. Heute sprechen wir über Albus Dumbledore und den Fluch, der ihn befallen hat. Albus Dumbledore galt als der mächtigste Zauberer seiner Zeit. Die plötzliche und tragische Nachricht von seinem Tod erschütterte ganz Großbritannien. Während viele um ihn trauerten, gab es aber auch solche, die sich darüber freuten. Ohne Dumbledore hatten Voldemort und seine Todesser das größte Hindernis auf ihrem Weg zur Macht beseitigt. Auch wenn Severus Snape den letzten Zauber ausgesprochen haben mag, der den geliebten Schulleiter von Hogwarts tötete, war es doch Lord Voldemorts Fluch, der ihn letztendlich umbrachte. Du fragst dich also vielleicht, was genau Voldemort mit dem Ring von Marvolo Gaunt gemacht hat, um eine solch tödliche Wirkung zu erzielen. In unserem heutigen Video werden wir genau dieses Geheimnis und noch mehr enthüllen. Wie bereits erwähnt, steckte hinter Dumbledores Tod viel mehr als nur der letzte Fluch, den Severus Snape auf dem Astronomieturm aussprach. Schon Monate vor diesem Konflikt hatte Albus Dumbledore einen von Voldemorts Horcruxen aufgespürt, einen kleinen Ring mit einem seltsamen dunklen Stein als Krönung. Der Ring war nicht nur ein weiterer persönlicher Gegenstand von Tom Riddle, wie das Tagebuch, das Harry in der Kammer des Schreckens zerstörte, nein, dieser Ring enthielt tatsächlich eines der Heiligtümer des Todes. Den dunklen Stein, der in ihm ruhte, war kein anderer als der Stein der Auferstehung. Ein uraltes magisches Relikt, das die Macht hatte, Geister von den Toten zurückzurufen. Als Voldemort den Ring von seinem Onkel Morfinn Gaunt gestohlen hatte, nahm er an, dass es sich nur um ein Erbstück handelte, das im Hause Gaunt von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Und obwohl Voldemort technisch zur Familie Gaunt gehörte, war er außerehelich geboren worden, und das von einem Muggelvater. Der Diebstahl des Rings wurde trotz der komplexen Emotionen, die ihn antrieben, nicht durch das Verlangen nach dem Stein der Auferstehung motiviert. Aber selbst wenn Voldemort gewusst hätte, dass der Ring ein so mächtiges Heiligtum enthielt, hätte dies seine Entscheidung vielleicht nicht geändert. Denn letztendlich war es die Verlockung des Steines der Auferstehung, die Dumbledore dazu veranlasste, den Ring auf seinen Finger zu stecken und Voldemorts tödlichen Fluch zu empfangen. Als Albus die deutlichen Markierungen auf dem Stein sah, erkannte er, dass es sich um eines der drei Heiligtümer des Todes handelte. Und obwohl es schön gewesen wäre, den Elderstab zu besitzen, sehnte sich Dumbledore nach einer letzten Chance, seine Schwester Ariana wiederzusehen. In diesem kurzen Moment, als seine Augen zum ersten Mal auf den Stein trafen, vergaß Albus völlig den dunklen Zauber, mit dem Voldemort seine Horcruxe verflucht hatte. Letztendlich zahlte Dumbledore den Preis für seine kurzfristige Fehleinschätzung mit dem Tod. Voldemort hatte Marvolo Gaunts Ring mit einem komplexen Fluch belegt, der jeden Zauberer töten würde, der es wagte, ihn anzuprobieren. Wäre Dumbledore ein weniger mächtigerer Zauberer gewesen, hätte der Fluch sein Herz auf der Stelle zum Stillstand gebracht. Doch mit der Hilfe von Severus Snape wurde der Fluch auf eine einzige Hand beschränkt, was Dumbledore noch etwa ein Jahr Zeit gab, bis der Tod ihn schließlich ereilen würde. Wenn man sich die unmittelbaren Folgen des Fluches ansieht, könnte man meinen, es handle sich um einen langwirksamen Tötungszauber. Viele Leser haben die Wirkung des Fluches missverstanden und geglaubt, dass es viel länger dauert, bis seine Opfer sterben, als es tatsächlich der Fall war. Aber, wie ich bereits erklärt habe, war Albus' Situation einzigartig und es bedurfte der gesamten Erfahrung von Professor Snape, um das Fortschreiten des Fluches zu stoppen. Und selbst das würde nur ein paar Monate reichen, sonst wäre ein Zauberer direkt gestorben. Du magst dich vielleicht nun fragen, wie genau Voldemort einen so furchtbaren Fluch erschaffen konnte. Nun, die Antwort auf diese Frage ist recht komplex. Obwohl J.K. Rowling uns hunderte von Zaubersprüchen und Zaubern vorgestellt hat, sowie eine lange Liste von Zauberern und Hexen, die sie verwenden, erklärt sie nie, wie sie entstehen. Tatsächlich ist die Zauberei eines der mysteriösesten Elemente der Harry Potter Saga. Im Vergleich zu anderen magischen Disziplinen, wie der Herstellung von Zaubertränken, ist die Entwicklung von Zaubersprüchen die anspruchsvollste Fähigkeit, die ein Zauberer erlernen kann. Während man durch einfaches Nachschlagen in einem Buch an Professor Slughorns Wand eine vollständige Liste der Zutaten und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine Vielzahl von Zaubertränken finden kann, ist die für Zauberei anders. Das Einzige, was wir über die Entwicklung neuer Zaubersprüche wissen, ist, wie gefährlich es sein kann. Ein Beispiel hierfür ist die Geschichte von Pandora Lovegood, der Mutter von Luna Lovegood. Ihre Geschichte verdeutlicht diese Gefahr nur zu gut. Als Luna noch ein kleines Mädchen war, versuchte sich Pandora an einem neuen Zauberspruch.
Leider sind uns die genauen Absichten von Lunas Mutter mit diesem Zauberspruch unbekannt, da keine schriftlichen Aufzeichnungen über den Ursprung des Zaubers überliefert sind. Jedoch ging dieser Versuch tragisch schief. Während sie versuchte, ihr magisches Ziel zu erreichen, löste sich der Zauber aus ihrer Kontrolle. Ein schrecklicher Zaubersturm entstand, der Pandoras Körper verstümmelte und sie sofort tötete. Luna blieb ohne Mutter zurück. Obwohl J.K. Rowling nicht ausführlich über die Erschaffung von Zaubersprüchen und Flüchen geschrieben hat, können wir einige allgemeine Schlussfolgerungen ziehen, die auf Harry Potters Unterrichtsjahren in Hogwarts basieren. In der Regel benötigen Anfänger 3 oder 4 grundlegende Komponenten, um einen Zauber effektiv zu benutzen. Das Zeichnen eines Musters mit dem Zauberstab, das Aussprechen einer Beschwörungsformel, ihre eigene angeborene magische Fähigkeit und möglicherweise auch andere körperliche Bewegungen, wie das Peitschen des Zauberstabs mit dem Arm im letzten Moment. Diese Anforderungen galten jedoch nur für Anfänger. Je mächtiger der Zauberer war, desto weniger externe Hilfsmittel benötigte er. Albus Dumbledore und vor allem Lord Voldemort beherrschten die nonverbale und zauberstablose Magie. Allein durch sein unglaubliches Geschick und seine magischen Fähigkeiten war Voldemort wahrscheinlich in der Lage, den Fluch auf Marvolugorns Ring zu legen, ohne sich selbst zu verletzen, im Gegensatz zu anderen Hexen und Zauberern wie zum Beispiel Pandora Lovegood. Obwohl Flüche in der Lage sind, in physischen Objekten zu schlummern und ihre Opfer bei physischem Kontakt anzugreifen, ist es interessant festzustellen, dass Voldemort anscheinend keine Version des Tötungsfluches auf den Ring anwandte. Stattdessen entschied er sich für einen anderen, speziellen Fluch, der letztendlich zu einem Mord führen würde. Um ehrlich zu sein, könnte Voldemorts Methode, den Fluch auf Marvolugorns Ring zu legen, ein wenig zu esoterisch sein, um zufriedenstellend zu sein. Anders als die Quellenlösung, ein Trank mit einfachen Zutaten wie getrockneten Brennnesseln und Kugelfischaugen, gehörten zu Voldemorts dunkler Magie wahrscheinlich viel mehr unfassbare Dinge. Aber zumindest können wir andere Flüche betrachten, die im 20. Jahrhundert entstanden sind, um zu sehen, was die Fluchkunst hervorbringen kann. In den 90er Jahren legte ein dunkler Zauberer einen Fluch auf eine CD-Hülle. Wenn man auch nur einen Finger auf den quadratischen Plastikbehälter legte, brach man in einen Lachanfall aus. Aber es war nicht nur ein angenehmes Kichern, das Lachen würde ewig anhalten und das kann ganz schön schmerzhaft sein. Eine andere verfluchte Reliquie, eine Opalkette von Borgen und Burks, erlangte in den 90er Jahren Bekanntheit. Der Fluch, mit dem sie belegt war, bewirkte, dass ihr Opfer in die Luft schwebte und auf grausame Weise starb. Sogar diejenigen, die die Kette nicht trugen, sondern sie nur mit ihrer nackten Haut berührten, könnten getötet werden. Voldemort selbst war im Laufe des Jahrhunderts für unzählige Flüche verantwortlich. Es wurde berichtet, dass er einen Fluch auf das Büro für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts legte. Solange Voldemort lebte, war jeder, der das Fach in Hogwarts unterrichtete, dem Tod geweiht oder verlor seinen Platz nur nach einem Jahr Arbeit. Wenn du jemals Opfer eines Fluches geworden bist, ist dein erster Gedanke vielleicht, wie kann ich ihn heilen? Zum Glück gibt es für viele Flüche leicht zu findende Heilmittel. Selbst die extremsten Flüche können rückgängig gemacht werden, wenn der Erschaffer getötet wird. Aber in Dumbledores Fall war der Fluch auf Marvolugorns Ring besonders abscheulich. Selbst nachdem Severus Snape ihn wochenlang untersucht hatte, gelang es den Zauberern nicht, ein Heilmittel zu finden. Sie konnten höchstens hoffen, die Ausbreitung des Fluches zu verlangsamen. Da der Fluch jedoch dazu gedacht war, einen von Voldemorts Horcruxen zu schützen, konnte Dumbledore der Situation etwas Gutes abgewinnen. Mit Hilfe des Schwertes von Godric Gryffindor, das mit dem Gift des Basilisken aus der Kammer des Schreckens bewaffnet war, hackte der Schulleiter auf dem Ring ein und zerstörte dabei natürlich auch den Horcrux. Wenn wir ein letztes Mal auf den Fluch des Ringes von Marvolugorn zurückblicken, erkennen wir die bekannte Grausamkeit, die Voldemort zu einem so erfolgreichen dunklen Zauberer machte. Der Fluch hatte einen einfachen Zweck. Er war dazu bestimmt, demjenigen das Leben zu nehmen, der seinen Anker trug. Und der Anker selbst war nicht nur eine wertvolle Schatztruhe oder ein geheimer Text. Es war ein Horcrux, ein Akt dunkler Magie, der selbst für einige der berühmtesten dunklen Zauberer der Geschichte zu abscheulich war. Doch am Ende erwies sich Voldemorts Magie als zu stark, selbst für die vereinten Kräfte von Dumbledore und Snape, um sie zu überwinden. Als sich sein Tod abzeichnete, beschloss Dumbledore, einen Nutzen aus seinem eigenen Tod zu ziehen und bat Snape, ihn zu töten, um Voldemort näher zu kommen. Und das war's mit diesem Video. Was denkt ihr darüber? Hätte Dumbledore überleben können, wenn er durchgehalten hätte, bis Voldemort tot war? Wisst ihr, was dieser Fluch genau war? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare.
Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.